Verliert, bekommt man Minus-Elo-Punkte. Wenn man gewinnt, bekommt man Plus-Elo-Punkte. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich nice gemacht, weil man dann halt immer gegen Leute spielt, die auch genauso gut sind wie man selbst. Willkommen Leute zu einem neuen Spielmodus hier auf dem gommad.net-Server. Und zwar kann ich euch stolz eine neue Umgebung präsentieren. Und zwar befinden wir uns hier gerade in Minecraft PvP auf dem Gomme-Server. Ja, lange haben wir drauf gewartet, aber jetzt endlich ist es draußen. Und ich bin sowas von froh, dass ich euch das vorstellen darf. Und ja, wir sehen schon Leute, das allererste, was euch vielleicht auffällt, ist über einen Spieler. Hä? Elo? Was ist das denn jetzt? Und genau, für die Leute, die es genauso gerne wissen möchten wie ich oder schon lange erwartet haben oder nach Servern gesucht haben, die es anbieten. Es ist endlich da. Ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet, dass irgendwie mal sowas rauskommt, so Elo-mäßig irgendwie etwas. Und das Ganze gibt es jetzt hier endlich auf den Gomme-Server. Denn, wie ihr schon sehen könnt, kann man hier unter anderem Ranked spielen. Und Ranked ist halt folgendes, man hat, sag ich mal, Elo, also man wird, sag ich mal, eingerankt, sag ich mal, in Minecraft. Sprich, man kämpft, sag ich mal, man kämpft gegen irgendwelche Leute, ein Best of Three. Und wenn man, sag ich mal, verliert, bekommt man Minus-Elo-Punkte. Wenn man gewinnt, bekommt man Plus-Elo-Punkte. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich nice gemacht, weil man dann halt immer gegen Leute spielt, die auch genauso gut sind wie man selbst. Und das ist richtig, richtig geil. Das werde ich euch auch nochmal gleich zeigen, also Elo. Sagen wir jetzt mal, man hat jetzt, wie ich zum Beispiel, 1000 Elo. Dann spielt man gegen Leute, die ebenfalls im Bereich von 1000 Elo sind. Das Ganze kennt man vielleicht schon beispielsweise von Counter-Strike oder von League of Legends. Und finde ich mega geil gemacht und ich freue mich auch mega darauf. Ich werde euch das Ganze auf jeden Fall auch nochmal gleich zeigen und ich habe auch vor, sag ich mal, so ein Elo-Projekt jetzt zu machen. Wenn ihr Bock habt auf so ein Elo-Projekt, dass ich halt irgendwie versuche, richtig viele Elo-Punkte und sowas zu erreichen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also ich werde es wahrscheinlich sowieso machen, aber ich würde mich einfach mal interessieren, ob ihr da Bock drauf hättet. Und dann zeige ich euch einfach mal ganz kurz noch, was sonst so PvP beinhaltet. Und das wollt ihr wahrscheinlich auch wissen. Und zwar haben wir hier einmal vorne 4 Zombies und diese 4 Zombies, da kann man draufklicken und dann gelangen wir in, sag ich mal, verschiedene Lobbys. Wir gehen jetzt zum Beispiel beispielsweise hier auf FFH Hardcore, also Free for All Hardcore. Dann können wir uns hier eine Lobby auswählen, gehen einfach mal in Free for All Hardcore 1 und wir sehen schon, wir haben ein Diaschwert und Goldäpfel und hier können wir uns, sag ich mal, mit anderen Leuten kloppen. Das ist eigentlich ziemlich nice gemacht. Man kann zum Beispiel einfach mal ganz kurz hier reinrennen und einen Typen abstauben, wie ich das jetzt gemacht habe und jetzt wieder abhauen. Also so nach dem Motto, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Kann ich auch wieder weggehen oder? Ja, okay, ich kann auch wieder weggehen, sehr gut. Ja, und das Ganze gibt es dann halt einfach in verschiedenen Varianten. Wir sehen schon hier FFA Classic, das ist so im genau das Gleiche. Ich gehe einfach mal rein und zeige euch das. Das ist genau das Gleiche, nur dass wir hier halt ein Schwert haben, eine Angel haben, einen Bogen haben und das wäre es dann auch schon gewesen. So, dann haben wir hier vorne noch FFA Soup, also einfach mit Suppen, das Gleiche. Ich kann einfach mal in alle Lobbys reingehen. So, hier sehen wir schon ein Unbreaking-Schwert und ganz, ganz viele Suppen im Inventar. Und hier kann man auf jeden Fall dann auch fleißig Soup-PvP trainieren. Finde ich mega cool gemacht. Dann kommen wir zu einer weiteren Sache, das wäre FFA Gun Game. Sprich, man hat eine Waffe und steigert sich dann immer weiter. So, mit dem Schwert muss man auch draufklicken. So, wir haben halt hier die Waffe, wie man sehen kann. Und wenn ich jetzt irgendwelche Leute angreife, dann steigert man sich halt immer. Die Frage ist jetzt nur, bekommt man auch einen Regenerationseffekt oder wie? Ja, man bekommt auch einen Regenerationseffekt und sowas, weil sonst wäre das ja echt abstauberbasierend. Und das sieht wirklich sehr lustig aus bei den ganzen Leuten. Ich hatte auch geplant, dass ich vielleicht mal irgendwie alle Spiele, also alle Spielmodi hier aus PvP mal anzocke. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da. Und das wäre es dann auch schon davon gewesen. So, und ansonsten hätten wir dann hier nochmal zur Rechten, wie gesagt, Ranked. Dazu kommen wir auch nochmal zum Schluss. So, hier hätten wir nochmal ein Random Best of One. Hier kann man dann, sag ich mal, beispielsweise eine Sache trainieren, ein Best of One. Also, das ist jetzt nicht irgendwie punktebasierend oder sowas. Das ist halt einfach so just for fun. So, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel Survival Games. Dann können wir hier draufklicken, wählen uns eine Map aus und spielen dann ein One vs. One gegen irgendeine Person hier und das kann man dann halt auch einfach bei Bad Wars so machen. Das sind halt auch wirklich alles extra angepasste Karten mit ausgewählten Items, wie man schon unschwer lesen kann und bei Kit PvP ebenfalls. Und wenn man jetzt, sag ich mal, hier irgendwas verändern möchte, dann kann man das auch noch beim Villager machen, denn hier kann man einstellen, ja,
welche Maps drankommen sollen von Survival Games, also 101 Survival Games, oder ob überhaupt Survival Games spielbar sein soll und sowas halt. Finde ich mega nice gemacht. So, und hier hinten haben wir auch noch einen Villager. Ich weiß gar nicht, können wir hier was verändern? Hier können wir noch ein Best of One verändern. Okay. Also, es ist halt einfach nur aus dem Grund, oder hier kann man einfach nur einstellen, wie viele Runden das Ganze gehen soll. Finde ich mega cool gemacht. Also es gibt hier viele Auswahlmöglichkeiten, wie ihr schon bemerkt habt. Und hier könnt ihr das Ganze, wie gesagt, spielen. Aber ja, eigentlich könnte ich theoretisch einfach mal eine Runde spielen. Wir spielen jetzt einfach mal Survival Games, einen Best of One auf der Map Cyan. Und wir sehen schon, wir kommen direkt in eine Map rein, denn das Ganze ist hier sehr, sehr beliebt zu dieser Uhrzeit. Ich nehme das Ganze am Mittag auf und da wollen das natürlich ganz, ganz viele Leute spielen. Okay, dann haben wir einfach mal jetzt ein Best of One. Ist wie gesagt ohne Punkte. Hier wird das Elo noch nicht mit einbezogen, denn das soll nur zum Training sein. Es gibt auch noch eine Trainingseinheit, die ich euch ebenfalls gleich zeigen werde. Ich möchte jetzt einfach nochmal ganz kurz die Runde spielen, um euch überhaupt, sage ich mal, so ein bisschen das Ganze hier näher zu bringen. Okay, Fallschaden ist auch an, wie ihr das Ganze schon sehen konntet. Oh Mann, das war sehr dumm von mir gemacht, aber ist egal. Der Kollege ist da auch schon hinten, das heißt, dass er... Ja, ich habe ihn noch gerade gesehen. Was ist denn jetzt hin? Egal, auf jeden Fall möchte ich ihn nur einmal ganz kurz töten. Da ist er auch schon, da ist er auch schon. Ich hoffe einfach mal nicht, dass er irgendwie zu krasse Sachen hat. Okay, nee, er sieht nicht so krass equipped aus. Das heißt, den sollten wir locker bekommen. Ja, den haben wir auch schon. Perfekt. Und da haben wir ihn schon. Und man sieht schon zum Beispiel im Chat Kampfstatistik, zugefügte Herzen und sowas, Schläge. Und genau. Dann kommen wir auch nochmal ganz kurz zur Trainingseinheit. Dazu stelle ich einmal ganz kurz was um. Auto, ich mache jetzt einfach mal Normal an. So, hier sehen wir Zielscheiben. Und bei den Zielscheiben, also das sind, sag ich mal, alles Trainingseinheiten. So, bei Zielscheiben ist es halt folgendes. Man muss halt versuchen, alle 25 Zielscheiben innerhalb einer kurzen Zeit zu treffen. Ich kann einfach mal ganz kurz reingehen, um euch das zu zeigen. Es ist auf jeden Fall mega praktisch, sag ich mal, um das überhaupt zu trainieren. Weil es gibt immer so Leute, die halt gerne irgendwie trainieren möchten. Und... Also hier kann man das perfekt, also das ist wirklich die perfekte Trainingseinheit. Ich zum Beispiel kann mir da auch noch eine Scheibe abschneiden. Ich bin jetzt natürlich nicht irgendwie eingespielt oder sowas und mein Interface ist verstellt. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich mega cool gemacht, also diese Möglichkeit. Und jetzt ist mein Minecraft gerade abgeschmiert. Ja, und da hat sich gerade komischerweise mein Minecraft verabschiedet. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz die anderen Trainingseinheiten. Ja, und bei Parkour hätten wir zu anderem natürlich, wir können unsere Jump-and-Run-Skills verbessern. Und das ist auf jeden Fall auch sehr geil, weil man dann, sage ich mal, in Kämpfen und sowas da besser ausweichen kann vielleicht. Also so Kleinigkeiten, die auch sehr wichtig sind. Und ja, bei MLG muss man halt einfach versuchen, von einer Höhe... ja, sag ich mal, einen Wassereimer zu setzen, dann, sag ich mal, nicht zu fallen. Ich kann das Ganze einfach mal zeigen. Vielleicht schaffe ich das ja auch, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich hier einfach jetzt gnadenlos faile. Ich will jetzt hier auch gar nicht alles zeigen. So, die Items befinden sich je nach Runde in unterschiedliche Slots. Und, habe ich es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Okay. Ups, und... Okay. Ah, nee, ich habe es nicht geschafft, oder? Doch, Versuche 3, überlebt 2. Ach, doch, ich habe es geschafft. Und jetzt... Habe ich kein Wasser? Ah doch, im Inventar hatte ich das. Oh Mann. Ja, okay, es ist dann immer anders, wie es schon beschrieben wurde. Aber okay, finde ich mega nice gemacht. Also zum Trainieren auf jeden Fall sehr gut geeignet. Und so, dann gibt es noch eine letzte Trainingseinheit oder vorletzte. Und zwar lautet diese Looting, in der wir versuchen müssen, halt in der kürzesten Zeit alle Kisten, sag ich mal, zu looten. Zumindest dort die Eisenrüstung und sowas, also rauszuholen. Und ja, dann die letzte Einheit wäre Chicken. Man muss halt einfach versuchen, in den 2 Minuten möglichst viele Hühner zu treffen, ohne sie auf den Boden fallen zu lassen. Sind mega geile Spielmodi, also ich freue mich mega, mal alles ausprobieren. Und wie gesagt, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen, wenn ihr mal vielleicht alles in einem Video sehen wollt. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Runde Ranked. So, und wir spielen jetzt eine Runde Ranked und es ist ein Best of 3. Wir spielen mit einem Kit PvP Classic. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich irgendwie das Kit auswählen kann. Also momentan hatte ich jetzt nicht wirklich irgendwie die Möglichkeit, was zu machen. Habt ihr ja schon selber gesehen, also sind hier Sachen drin? Nee. Okay. Ich glaube, mein Gegner ist nicht so gut. Ich werde mich auf jeden Fall versuchen, mega hoch zu arbeiten. Dass ich dann wirklich sehr viel Karma habe. Karma sage ich schon, Elo. So, und... Oh, und da haben wir die erste Runde holen können. Das ist sehr gut. So, die erste Runde. Wenn wir jetzt noch eine Runde gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall
weiter und haben die erste Runde Ranked gewonnen. Oder vielleicht könnte ich mir auch mal vorstellen, so als Aufnahme irgendwie so lange Ranked-Runden zu machen, bis man irgendwie eine Runde verkackt. Also, ich habe da echt coole Formate, sage ich mal, geplant. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne ein Like da und dann sehe ich das ja auch. Okay, so, der hat mich schon einmal getroffen. Man kann die Pfeile hier natürlich auch aufsammeln. Boah, es ist so geil, dass es halt einfach jetzt so Elo gibt. Das finde ich so nice gemacht. Das war wirklich so die Sache, auf die ich lange gewartet habe. Und warum hat der kurz seine Rüstung ausgezogen? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Okay. Also es war wirklich so eine Sache, wo ich, keine Ahnung, sehr, sehr lange drauf gewartet habe. Also zumindest in so einem Bereich, wie es jetzt ist, dass man halt so mit Kids und sowas kämpft. Weil das gab es halt wirklich noch auf gar keinem Server so in der Form. Dass man, sag ich mal, dann auch noch so ein Ranked hatte. Und das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Und wir haben die Runde auch gewonnen. Und somit gewinnen wir 20 Elo-Punkte für den Sieg. Und ja, haben das Ganze hier erfolgreich absolvieren können. Also Leute, ich denke mal, ich habe euch, sag ich mal, so einen kleinen Einblick in PvP ja zeigen können. Ich würde mich mega über eine positive Bewertung freuen. Und dann wird es auf jeden Fall auch die Tage so Ranked-Runden geben. Da habe ich mega Bock drauf. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu PvP in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ciao.